In einer Abenteurergruppe hat jede Klasse ihre Aufgabe. Krieger haben die Aufgabe, möglichst viel Schaden einzustecken und auszuteilen. Magier haben die Aufgabe, Zeug zu wissen und Feuerbälle zu werfen. Diebe haben die Aufgabe, Leute von hinten abzustechen oder zu beklauen. Priester haben die Aufgabe, andere zu heilen und Untote zu vertreiben. Hexenmeister haben die Aufgabe, Gegner zu verfluchen. Und Paladine haben die Aufgabe, allen anderen richtig auf den Sack zu gehen. Historisch gesehen ist der Begriff Paladin eigentlich nur ein Adelstitel. In der Literatur des Mittelalters wird er aber häufig benutzt, um ehrenwerte, gottesfürchtige Ritter zu beschreiben, die beispielsweise Königen beiseite stehen, wenn sie gegen irgendwelche mythologischen Wesen oder zum Beispiel die Heiden ins Feld ziehen. In der modernen Fantasy meint der Begriff Paladin in der Regel eine Art Ritter, der einen Ehrenkodex verfolgt und sich einer Gottheit verschrieben hat. Und hier ist der Grund, warum Paladine den Leuten so auf den Sack gehen. Sie haben einen Ehrenkodex und beziehen diesen Ehrenkodex nicht nur auf sich selber, sondern sehen diesen Ehrenkodex als besten Weg, sein Leben zu leben. Stehlen ist unehrenhaft. Wenn also ein Begleiter des Paladins stiehlt, wird der Paladin ihm deswegen auf die Nerven gehen. Wenn die Gruppe versucht, irgendjemanden unehrenhaft zu töten, also zum Beispiel einen besiegten Feind zu töten, wird der Paladin was dagegen haben, weil das unehrenhaft ist und so weiter und so weiter. Charaktertechnisch gibt es verschiedene Arten, den Paladin zu spielen. Das reicht vom jungen, aufstrebenden, aber fehlerbehafteten Ritter bis hin zum perfekten Supermenschen, der im Grunde alles kann und dem alles gelingt, der aber scheiße langweilig ist. Mechanisch sind Paladine aber einigermaßen eindeutig. Mechanisch gesehen sind Paladine eine Mischung aus Ritter und Priester. Sie haben zwar die kämpferischen Fähigkeiten eines Ritters, also sind in Lage, schwere Rüstung zu tragen, Schilde zu benutzen und sind im Kampf mit so gut wie allen Waffen ausgebildet, aber sie haben gleichzeitig die geistigen Fähigkeiten eines Priesters, sind also dazu in der Lage, heilige Magie zu wirken, stehen in Verbindung zu einer Gottheit und so weiter. Wenn man diesen Aufbau also verallgemeinert, ist der Paladin eine Mischung aus Magieanwender und Kämpfer. Und hier bietet sich viel Potenzial, ein wenig mit den Begriffen Magieanwender und Kämpfer zu spielen und zu gucken, was für Paladin-Unterarten man im Grunde machen könnte. Die erste Variation des Paladin-Konzepts wäre der heilige Kämpfer. Das mag jetzt sehr nach Paladin klingen, ist aber in vielen Punkten anders. Während der Paladin rechtschaffend gut sein muss und sich einer guten Gottheit verschreibt, wählt der heilige Kämpfer seine Gottheit selbst. Das würde regeltechnisch heißen, er wählt eine der vier Grundgesinnungen, gut, böse, rechtschaffend oder chaotisch, und würde dementsprechend eine Gottheit wählen, der er dient. Das heißt, die Fähigkeiten des Paladins, also Böses erkennen und Böses zerschlagen, würden angepasst werden. Da wo der Paladin gegen das Böse kämpft, weil er einer guten Gottheit dient, würde ein heiliger Kämpfer das erkennen und das zerschlagen, was seiner Gottheit entgegensteht. Also ein chaotischer heiliger Kämpfer würde zum Beispiel die Kräfte der Ordnung erkennen können und die Kräfte der Ordnung zerschlagen können. Einigen ist vielleicht aufgefallen, dass bei den heiligen Kriegern die Neutralität fehlt. Das liegt daran, dass Neutralität im Grunde Harmonie bedeutet. Wir arbeiten zusammen und damit erreichen wir was ganz Tolles. Und das Konzept der heiligen Kämpfer ist im Grunde, ich kämpfe gegen dich, weil du meinen Zielen entgegenstehst. Also wäre Neutralität bei heiligen Kämpfern eher kontraproduktiv. Darum wird die Neutralität abgedeckt durch die Wildkämpfer. Wildkämpfer sind im Grunde die Paladin-Variante von Druiden. Dabei gibt es zwei Varianten im Grunde. Die erste Variante davon wäre im Grunde ein aufgepowerter Waldläufer. Ein Kämpfer, der in der Wildnis lebt und mit der Natur in Verbindung steht, also dazu in der Lage ist, im Grunde druidische Magie zu wirken. Das wäre im Grunde in Richtung Eremit oder Wanderer. Jemand, der von Ort zu Ort reist, größtenteils in der Wildnis lebt, mit der Wildnis auf gutem Fuß steht, aber sich halt auch zum Beispiel körperlich verteidigen kann. Die zweite Variante ist meiner Meinung nach etwas interessanter. Das wäre der Kriegsdruide. Der Kriegsdruide ist kein Wanderer, sondern lebt in einem bestimmten Wald. Das passt dann zum Beispiel gut zu Waldelfen. Der Kriegsdruide ist im Grunde die direkt umgesetzte Paladin-Variante des Druiden. Wo der Paladin einer rechtschaffen guten Gottheit dient und einen Ehrenkodex hat, hat sich der Kriegsdruide dem Wald verschrieben, in dem er lebt, die Natur, die er beschützen will. Wenn also eine Bedrohung von außen in seine Domäne eindringt, wenn also jemand versucht, den Wald abzuholzen, viele Tiere zu töten oder den Wald irgendwie zu schädigen,
Dann tritt der Kriegsdruide auf den Plan und verteidigt den Wald gegen diesen Eindringling. Diese Klasse wird vor allem dann interessant, wenn man eine meiner persönlichen Regeln einführt. Druiden, also auch Kriegsdruiden, können keine metallischen Waffen tragen und auch keine metallischen Rüstungen. Das heißt, ein Teil des Repertoires des Kriegsdruiden besteht darin, aus Pflanzen, aus Holz und beispielsweise auch noch aus Knochen, Rüstungen und Waffen herzustellen, die den Waffen aus Stahl ebenbürtig sind und in einigen Situationen sogar besser wären als diese Waffen und diese Rüstung. Somit wäre der Kriegsdruide vor allem für Elfen geeignet, die halt ihre Wälder beschützen wollen, für Fae, die auch mit der Natur verbunden sind und die Metall nicht nutzen können, weil es für sie giftig ist, und für primitivere Völker, also sowas in Richtung Höhlenmensch, die halt nicht das Wissen haben, Eisen herzustellen oder Kupfer herzustellen, aber trotzdem effektive Waffen brauchen, um sich gegen diese in Eisen gepanzerten komischen Typen, die in ihren Steinhäusern leben, zu verteidigen. Natürlich gibt es auch Krieger und Ritter, die eine Gottheit nicht der Gesinnung wegen wählen, sondern wegen der Domänen dieser Gottheit. Natürlich gibt es da ein paar Begrenzungen. Wenn man zum Beispiel eine Gottheit der Liebe und des Friedens hat, die Gewalt verbietet, wird es da höchstwahrscheinlich nicht besonders viele Ritter geben, die in deren Diensten stehen. Das heißt, hier werden wohl hauptsächlich Kriegsgötter oder Götter, die irgendetwas mit Kampf zu tun haben. Ob es nun im Positiven ist, mit Beschütze die Unschuldigen, oder im Negativen mit Zerstöre alles, was dir in den Weg kommt, ist. Diese Göttheiten werden alle irgendetwas mit Kampf oder mit Krieg zu tun haben. Darum werde ich das hier alles mal einfach zusammenfassend als Warcaster bezeichnen. Warcaster bezeichnet also einen gottergebenen Kämpfer oder Krieger, der sich einer Gottheit verschrieben hat, bei der Kampf einen hohen Stellenwert hat und der von dieser Gottheit im Kampf unterstützt wird, sei es nun durch die Anwendung von Zaubern oder durch passive Fähigkeitsboni. Diese Variante des Paladins passt sowohl zu, in Anführungsstrichen, guten Völkern, die viel mit Kampf zu tun haben, also wie zum Beispiel Zwerge, als auch zu den, in Anführungsstrichen, bösen Völkern wie Orks, Goblins und Gnolle. Da Orks, Goblins, Gnolle und das ganze Angriffviehzeug in der Regel nicht rechtschaffend gut ist, wäre der Warcaster die logische Alternative zum Paladin. Da wo der Paladin die Unschuldigen beschützt, verkörpert der Warcaster die Kriegsgötter der Orks und so weiter und so weiter und so weiter. Die sagen, nehmt euch, was ihr haben wollt, brennt nieder, was euch im Weg steht und tötet, wer euch daran hindern will. Auch wenn er nicht direkt ein Kämpfer ist, möchte ich hier kurz auf den Schattendieb eingehen. Der Schattendieb ist im Grunde das, was passiert, wenn ein gewöhnlicher Dieb oder Attentäter einen Pakt mit einem Dämon oder einem dunklen Gott eingeht. Zusätzlich zu den Fähigkeiten, die er ohnehin schon hat, Umgang mit Waffen und Rüstungen, gut klettern, gut springen und so weiter, hat er jetzt auch noch magische Fähigkeiten, die ihn bei dem, was er tun, unterstützt. Da das Ganze auf einem Pakt basiert, muss der Dieb bzw. Assassin meist irgendetwas dafür tun. Eine übliche Vorgehensweise wäre zum Beispiel, dass die Seelen des Assassins in die Domäne des Dämons oder dunklen Gottes verbannt werden, für den er tötet. Oder dass ein Dieb einen bestimmten Anteil seiner Beute für diese Gottheit opfern muss. Da wir jetzt mit der göttlichen Magie durch sind, bleibt noch die arkane Magie. Natürlich gibt es einige Systeme, in denen magische Ritter nicht funktionieren, wie zum Beispiel DSA, weil Magier keine Rüstung tragen können. Und in einigen Systemen ist es etwas schwierig umzusetzen, wie zum Beispiel in Pathfinder, wo eine Rüstung beim Anwenden von Magie stark behindern kann. Aber ich möchte nichtsdestotrotz einige Konzepte von möglichen arkanen Kämpfern vorstellen, die vielleicht ganz interessant sein könnten. Die grundlegende Magier-Kämpfer-Kombination wäre der Kampfmagier. Im Grunde ein ganz gewöhnlicher Magier, der ein wenig mit Waffen ausgebildet ist. Trägt in der Regel eine leichte Rüstung, die ihn beim Magieanwenden nicht wirklich behindert, aber halt auch nicht wirklich effektiv viel Schutz bietet. Und handhabt meist Waffen, die ihm entweder eine Hand freilassen, um zu zaubern, oder die als Fokus für Zauberei selber benutzt werden könnten. Das heißt, beim Kampfmagier lässt sich sagen, er kann zwar Magie anwenden und kann kämpfen, aber beides nicht so gut wie ein Magier oder ein Kämpfer. Eine zwangsläufige Variante des Kampfmagiers sehen wir häufig in Low-Magic-Settings, wie zum Beispiel bei DSA, wo Magie etwas ist, was relativ selten ist und relativ lange dauert, um es anzuwenden, wo sich der Magier also zwangsläufig einigermaßen mit Nahkampf beschäftigen muss, um nicht bei jedem Kampf getötet zu werden, nachdem er dann eine halbe Stunde gebraucht hat, um seinen Feuerball zu werfen.
Der Kriegsmagier ist im Grunde die arkane Variante des Warcasters. Aber da, wo der Warcaster kämpft, um seiner Gottheit zu dienen, nutzt der Kriegsmagier seine arkane Macht einfach dazu, ein effektiverer Kämpfer oder Soldat zu sein. In einer Armee gäbe es drei hauptsächliche Einsatzgebiete für einen Kriegsmagier. Und ich gehe mal einfach davon aus, dass Kriegsmagier entweder Teil einer Armee sind oder die Position des Kriegsmagiers etwas ist, was ursprünglich vom Militär entwickelt wurde. Also die erste Variante wäre der Support-Magier. Das heißt im Grunde ein Kriegsmagier, der sich darauf spezialisiert, andere zu heilen und andere zu buffen. Das heißt, er würde zwar auch ein paar offensive Zauber haben, aber halt größtenteils würde er sich auf Heilungszauber und Hilfszauber spezialisieren. Die zweite Variante wäre der Artillerie-Magier. Er wäre im Grunde die Alternative zu Pfeilschleudern und Katapulten. Das heißt, er würde sich darauf spezialisieren, Zauber zu wirken, die möglichst viel Reichweite haben und möglichst viel Schaden anrichten können. Also entweder versuchen, auf lange Distanz Burgmauern einzureißen oder möglichst viele Feinde auszuschalten oder zu schwächen, bevor der Kampf beginnt. Die dritte Variante wäre der Frontlinienkriegsmagier. Also im Grunde ein ganz gewöhnlicher Soldat bzw. ganz gewöhnlicher Ritter, der in der ersten Reihe kämpft und seine Magie nutzt, um sich selber und anderen zu helfen. Also der entweder magische Energie durch seine Waffen fließen lässt, um die Angriffe effektiver zu machen, oder Zauber in die gegnerischen Reihen wirft oder versucht, sich selber oder seine Kameraden zu buffen. Er würde sich wahrscheinlich größtenteils auf Heilzauber, Buffzauber und Angriffszauber mit einer relativ geringen Reichweite beschränken. Das ist erst im Grunde so das Mittelding zwischen Supporter und Artillerie. Er ist zwar in offensiver Magie geübt, aber nicht so sehr wie der Artillerie-Magier. Und er kann Leute buffen und heilen, aber nicht so gut wie der Support-Magier. Wenn der Kriegsdruide die elfische Variante des Paladins ist, ist der Runenschmied die zwergische Variante. Bei den Zwergen gibt es eine Regel. Magie ist was für Elfen und Weicheier, richtige Männer benutzen Runen. Und das ist das Konzept, nachdem der Runenschmied arbeitet. Er wirkt nicht direkt Magie, sondern er benutzt sein magisches Talent und sein Handwerkstalent, um Rüstungen und Waffen zu verzaubern, um sie dann nachher im Kampf zu benutzen. Runenschmiede werden dann interessant, wenn verschiedene Clans und verschiedene Familien unterschiedliche Runen haben und sich dann die Runenschmiede von Clan zu Clan stark unterscheiden wegen den Runen, die sie beherrschen. Eine weitere interessante Eigenschaft des Runenschmiedes tritt dann auf, wenn man bestimmte Zwergenarten benutzt, wie zum Beispiel Frostzwerge, die halt nicht mit Metall oder Stein arbeiten, sondern mit Eis beispielsweise, weil dann Runenschmiede dazu in der Lage sind, ihre Runen dafür zu benutzen, dieses Eis haltbar zu machen, damit es zum Beispiel auch bei direktem Sonnenlicht nicht schmilzt. Eine weniger zwergische Variante dieses Konzepts wäre eine Art Alchemist, der dazu in der Lage ist, Rüstungen und Waffen mit einer Art Lack oder Tinktur zu bestreichen, wodurch diese dann dauerhaft besondere Fähigkeiten bekommen. Es gibt theoretisch noch viele Variationen, Kombinationen und Ideen, über die ich reden könnte, aber das wären entweder Varianten von schon genannten Sachen, wie zum Beispiel der Todesritter eine Variante des Warcasters wäre, oder der arkane Dieb im Grunde einfach nur die arkane Version des Schattendiebs wäre. Oder das sind Sachen, über die ich irgendwann nochmal im Detail reden möchte. Und ich möchte die Videos gerne unter 15 Minuten halten, damit es für euch nicht zu blöd wird, sich die anzugucken. Und damit ich nicht ewig viel Arbeit investiere, wenn sich das sowieso keiner ansieht. Von daher, das sollte für den Anfang erstmal genug sein. Wenn ihr noch einen zweiten Teil wollt oder irgendwas im Detail wollt, schreibt einen Kommentar. Ich freue mich, dass ihr euch das Video angesehen habt und wünsche euch noch einen schönen Tag.